Anfang der 50er Jahre hatten Sie an Ihrer Schule mal so eine Art Schlüsselerlebnis. Und zwar kam da Ihr Musiklehrer mit einem sehr neuen und sehr teuren Gerät plötzlich in den Unterricht. Was hatte er da mitgebracht? Er hatte ein Tonbandgerät mitgebracht, und zwar eines der ersten, die für den Normalverbraucher gedacht waren. Wobei man Normalverbraucher einschränken muss, die Geräte kosteten damals so etwa das Dreifache eines Monatslohns eines Facharbeiters, also etwa 800 D-Mark. Und mit der Geräteanschaffung war es auch nicht getan. Die Bänder selbst haben auch noch mal eine ganze Menge gekostet. Was Sie jetzt erwähnt haben, hat sich tatsächlich so abgespielt. Unser Musiklehrer kam mit diesem Gerät zu einer Chorprobe und wir haben eigentlich ganz unvorbereitet von Mendelssohn Bartholdy diesen wunderbaren Satz O Täler weit, o Höhen gesungen und haben uns das anschließend abgehört. Es war also ein, ja, ich möchte sagen, ein Zeitsprungerlebnis, wie man das, was man gerade eben von sich gegeben hatte, jetzt wieder zu hören bekommt. Und zwar mit allen Fehlern und Unebenheiten, die also gewissermaßen der Beweis dafür waren, dass es wirklich unsere Aufnahme ist und nicht irgendeine zugespielte oder eingespielte Aufnahme von fremden Interpreten. Ja, Sie sagten richtig, es war eine Art Schlüsselerlebnis. Das Tonband hat mich dann praktisch durch meine ganze Schulzeit verfolgt. Ich war nach dieser Schule auf einer anderen Schule, bei der auch wieder ein Tonbandgerät im Einsatz war, allerdings relativ selten. Und ich habe mich dann also nach Möglichkeit immer so ein bisschen an dieses Tonbandgerät rangearbeitet. Kam dann einmal auch bei einer kleinen Filmaufnahme in Berührung mit der professionellen Tonband- und Filmtechnik. Die Schule hatte damals ein Jubiläum und es kam ein kleines Team vom Südwestfunk in Baden-Baden mit professionellen Kameras, 16 mm Kameras und einem professionellen Tonaufnahmewagen mit Magnettonfilmläufer. War ungeheuer interessant und ich durfte mich dazusetzen und sehen, wie der Toningenieur arbeitete. Und ich hatte schon vorher ungefähr ja in die Richtung als Berufswunsch gedacht. Und das hat mich also dann bestätigt, es doch mal auf diesem Gebiet zu versuchen.